Moin zusammen, heute geht's um den Wasserkreislauf, also um Wolken und Regen und sowas. Also wenn ihr wissen wollt, warum es regnet und was mit dem Regen passiert, bleibt dran. Okay, ab geht's mit dem Wasserkreislauf. Antreiber des Wasserkreislaufs ist die Sonne. Jo, ihr habt richtig gehört, die Sonne ist auch verantwortlich für den Regen. Die Sonne erwärmt das Meer und das Land. Im Detail sieht das dann so aus. Die Sonnenstrahlen scheinen auf das Meerwasser und den Boden an Land. Meer und Land geben die Wärme der Sonne dann an die Bodenluft weiter. Die Wärme aus den Sonnenstrahlen wird quasi von der Erdoberfläche wie von einem riesigen Trampolin zurückgebounced. Dadurch erwärmt sich dann die bodennahe Luft. Okay, die Sonne erwärmt also die Bodenluft und was hat das jetzt mit Wasser zu tun? Wir sind hier schließlich beim Wasserkreislauf. Weil die Bodenluft von der Sonne erwärmt wurde, kann sie ganz viel flüssiges Wasser aufnehmen. Das flüssige Wasser aus dem Meer oder aus Seen wird also zu Wasserdampf und der Wasserdampf vermischt sich dann mit der Luft. Man nennt das Ganze dann Verdunstung. Ist das gleiche Prinzip wie beim Wäschetrocknen. Das T-Shirt hier ist nass. Das Wasser in den T-Shirt-Fasern ist also flüssig. Jetzt scheint die Sonne. Die Sonnenenergie wandelt das flüssige Wasser im T-Shirt nach und nach in Wasserdampf um. Die Luft in der Umgebung nimmt den Wasserdampf dann auf. So trocknet das T-Shirt in der Sonne. Okay, die Sonne macht also Wasser von der Erdoberfläche zu Wasserdampf. Das passiert vor allem auf dem Meer. Im Meer ist halt mehr Wasser als an Land. Weil die bodennahe Luft warm ist, nimmt sie aber nicht nur viel Wasser auf, sie wird auch leichter. Dadurch kann die Luft vom Boden aufsteigen. Ist das gleiche Prinzip wie beim Heißluftballon. Im Ballon wird die Luft erhitzt. Die erhitzte Luft wird leichter als die schwere Umgebungsluft. Deshalb steigt der Heißluftballon auf. Gut, durch die Sonne steigt also Luft mit viel Wasserdampf nach oben. Aber je höher die wasserhaltige Luft steigt, desto mehr kühlt sie auch wieder ab. Die Wärme kommt ja vom Boden. Stichwort Trampolin. Je höher die Luft dann aufsteigt, desto weiter weg ist sie von der Wärmequelle, also dem Boden. Weil die Luft kälter wird, kann sie immer weniger Wasserdampf speichern. Dazu muss die Luft ja warm sein. Deshalb wird der Wasserdampf im Himmel wieder zu Wassertropfen. Die Umwandlung von Wasserdampf zu flüssigen Wassertropfen heißt Kondensation. Aus ganz vielen winzigen Wassertropfen bilden sich dann Wolken. Die Wolken werden mit dem Wind in Richtung Festland geweht. Dort werden die Wolken dann größer. Das läuft dann so ab. Der Wasserdampf kondensiert an winzigen Staubteilchen. An diesen Staubteilchen können sich die kleinen Wassertropfen dann festhalten. Deshalb fallen sie nicht sofort wieder auf den Boden. Wenn aber mehr und mehr Wasserdampf zu Wassertropfen kondensiert, werden die Tropfen an den Staubteilchen immer größer. Irgendwann sind die Tropfen einfach zu fett für die Staubteilchen und fallen runter. Das ist dann Niederschlag. Also je nach Temperatur Regen, Schnee oder Hagel. Es ist auffällig, dass es oft über Bergen zu Niederschlag kommt. Wie zum Arsch ist das denn zu erklären? Naja, wenn so eine Wolke gechillt mit dem Wind auf einen Berg zuweht, will sie dem Berg ja ausweichen und nicht voll dagegen crashen. Deshalb weicht sie mit dem Wind nach oben aus. Hier oben ist es aber viel kälter, deshalb kondensiert mehr Wasser. Die Tropfen werden schlagartig fett und fallen nach unten. Es regnet. Okay, und was passiert jetzt an Land mit dem Niederschlag? Ein Teil des Regens verdunstet an der Erdoberfläche und steigt wieder nach oben auf. Eine Menge Wasser versickert aber im Boden. Es fließt dann ins Grundwasser. Das Grundwasser bahnt sich an manchen Stellen wieder den Weg an die Erdoberfläche. So entstehen Quellen. Digga, nicht Quallen, sondern Quellen. Okay, dankeschön. Das sind die Stellen, wo Wasser aus dem Boden fließt. Hier entstehen kleine Bäche. Die Bäche fließen dann meist zusammen und bilden Flüsse. Diese Flüsse fließen dann wieder ins Meer. Das Wasser ist dann wieder im Meer. Von hier kann es dann wieder verdunsten. Dann geht der ganze Zirkus wieder von vorne los. Deshalb spricht man auch von Wasserkreislauf. Gehen wir den Kreislauf nochmal kurz durch. Die Sonne erwärmt die Luft über dem Meer. Die warme Luft kann jetzt mehr Wasserdampf aufnehmen. Flüssiges Wasser wird zu Wasserdampf. Das heißt dann Verdunstung. Durch die Erwärmung der Luft wird sie auch leichter. Die warme und wasserdampfhaltige Luft steigt dann auf. Je höher die Luft steigt, desto mehr kühlt sie wieder ab. Die kalte Luft kann nicht mehr so viel Wasserdampf speichern. Der Wasserdampf bindet sich an kleine Staubpartikelchen. Der Dampf wird an dem Staub wieder flüssig. Das heißt dann Kondensation. Die kondensierten Tropfen klammern sich dann an die Staubteilchen und bilden Wolken. Die Wolken lassen sich dann entspannt vom Meer aufs Land treiben.
Je höher die Wolke steigt, desto mehr Wasserdampf kondensiert. Irgendwann werden die Tropfen an den Staubteilchen so schwer, dass die runterfallen. Das ist dann Niederschlag, also Regen, Schnee oder Hagel. An Land versickert der Niederschlag dann im Grundwasser. Durch Quellen fließt das Wasser dann in Bäche, aus denen sich Flüsse bilden. Das Wasser fließt dann über die Flüsse wieder ins Meer. Et voilà, der Kreislauf hat sich geschlossen. Wenn ihr noch mehr zu dem oder anderen Themen wissen wollt, dann geht jetzt auf unsere Lernplattform www.thesimpleclub.de und benutzt die Suchzeile. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Video, haut rein Leute und bis gleich.